Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die App der neuen Autel Evo Nano Plus Drohne. Autel Drohnen gibt es ja schon länger. Warum dieses Video? Die Autel Evo Nano Plus oder die Nano, die hat eine komplett neue App und der ein oder andere, der sich da vielleicht interessiert, dem versuche ich hier einen Einblick zu geben in die neue App von der Firma Autel für die Evo-Serie bzw. Nano-Serie. Ich gehe mit euch einmal auf die Einstellung ein, was ich wo mache, warum ich was wo mache, was ich machen kann und vielleicht auch, was wir nicht machen können. Also, neuestes Update ist drauf. Ich schalte einmal den Controller ein. Jetzt sollte auch dann automatisch die App auf dem Smartphone starten. So sollte es eigentlich sein und das hoffe ich ist auch so. Ich entsperre einmal kurz, damit wir auch was sehen. Nur, wo wir jetzt gerade schon warten, ihr die Sticks, die sind, da ist die App schon gestartet. Die Sticks, die ihr gerade hier nicht seht, in meinem ersten Flug und meinem Unboxing. GPS or visual positioning, please fly with caution. Habe ich ein bisschen kritisiert, dass die Sticks, die ich separat irgendwo aufheben muss, immer irgendwo rumfliegen. Das habe ich so lösen können, beziehungsweise habe ich YouTube-Videos gesehen, dass man die hier hinten, da sind Löcher, wo man die dann quasi reinschrauben kann. Erst hieß es hier oben reinschrauben, aber das war ein bisschen blöd mit dem Zumachen. Hier sind ja Löcher, wo eigentlich schon auch schon Schrauben drin sind, wo ihr tatsächlich die Sticks, seht ihr, relativ platzsparend verstauen könnt. Es fährt dann runter und dann passt es tatsächlich perfekt in die Tasche. So, nicht wundern, die Drohne filmt einfach mal ein Tablet ab. Das Bild ist gerade auch nicht so optimal, wie es ausschaut. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Und scharf geht es wahrscheinlich auch nicht, weil es einfach viel zu nah dran ist. Aber darum geht es uns in diesem... Dies ist aber jetzt gerade in diesem Bereich hoffentlich nicht ganz so wichtig. So, ihr habt gesehen, das startet sehr, sehr schnell. Das ist sehr gut. Wir fangen mal oben links an. Nicht wundern, wenn es hier ein bisschen rauscht. Das ist der Lüfter in dem Controller. Ne? Das ist normal, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ich habe auch gerade ein Update gemacht. Der läuft also schon etwas länger. Und deswegen läuft auch der Lüfter. Okay, soll uns aber jetzt nicht davon abhalten. Oben links haben wir das A für Autel. Wenn ich da drauf gehe, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem, ihr kennt das vielleicht bei DJI und Co. Hier haben wir jetzt SD-Karten auslesen, dass wir jetzt die Dateien direkt von der Autel herunterladen können und uns natürlich auch entsprechende Videos gestalten können. Also das ihr dann direkt am Smartphone zum Beispiel eure Aufnahmen schneidet. Dann haben wir ein Skill Center, dort wird uns halt alles Mögliche erklärt. Ich denke, das ist jetzt nicht ganz so interessant, da gehen wir einmal wieder zurück. Und hier unten der persönliche Bereich. Ich habe hier jetzt alles in der Übersicht, wie weit seid ihr geflogen, wie oft seid ihr geflogen. Dann könnt ihr das Gerät zum Beispiel, wenn ihr es verkaufen solltet, auch diesem Account entziehen, also wieder rausnehmen. Ihr habt hier unterschiedliche Möglichkeiten, ja, ähnlich wie bei DJI, da gibt es halt auch so eine Übersicht. Dann gehen wir hier auf Start und das startet normalerweise automatisch auch so in dieser Ansicht dann. Und hier haben wir jetzt die folgenden Möglichkeiten, gerade durch den Zebra-Look nicht so gut zu erkennen. Es steht hier Smooth, also schön weiche Aufnahmen. Einmal drauf tippen, das ist der Flugmodus, haben wir den Standardmodus, dann ist der Copter etwas agiler. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, in den Expert-Modus zu gehen. Dann warnt er uns aber, dass wir dann keine Hinderniserkennung nutzen können. Das heißt, wir sind jetzt im Sportmodus, die Drohne ist wesentlich schneller. Aber wie gesagt, wir haben keine Hinderniserkennung. Okay, ich gehe mal wieder in den weichen Aufnahmemodus. Hier oben haben wir die Aussage, dass wir hier gerade kein GPS haben. Wenn wir da drauf gehen, haben wir auch verschiedene Informationen, welche Fehler wir explizit gerade haben, die uns dort angezeigt werden. In dem Fall nichts Besonderes, dass ich das Telefon auf maximale Lautstärke machen soll. Und ihr seht auch, das ist in Englisch. Also vieles hier in der App ist in Deutsch, aber leider die Meldungen hier oben, die sind noch in Englisch. Mal gucken, ob das noch geändert wird. Und dieses Zebra-Muster, nicht wundern, das liest man halt öfter im Netz, das ist eine Information, dass das Bild an der Stelle überbelichtet ist, dass man prinzipiell, wenn das über den ganzen Bildschirm ist oder Bildmittelpunkt, dann sollte man die Belichtung unbedingt ändern. Also nicht wundern, das ist später natürlich in der Aufnahme nicht vorhanden. Dann der nächste Punkt, hier oben haben wir einmal den Controller und GPS-Anzeige. GPS blinkt, weil wir da keine GPS-Satelliten gerade haben, aber darüber sehen wir 5 von 5 Punkten. Das bedeutet, das ist die Verbindung zu unserem Controller, die ist natürlich sehr, sehr gut. Daneben haben wir die Batterieanzeige, den Batteriestatus von unserem Controller, 75%. Und daneben das Aircraft, das erkennt ihr an dem Akku und dem Flugzeug. Da haben wir noch 86% bzw. 29 Minuten Flugzeit. Ist jetzt ein bisschen wenig eventuell, weil ich natürlich eben gerade ein Update gemacht habe. Das dauert ja, 10, 15 Minuten seid ihr dabei.
Ganz daneben ist die Hinderniserkennung, die können wir jetzt auch durch Antippen einmal ausschalten. Wenn wir nachts fliegen oder sowas, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann können wir die schon mal grundsätzlich deaktivieren. Aber das könnt ihr direkt hier, ohne in ein spezielles Menü gehen zu müssen. Spezielles Menü haben wir dann dieses Zahnrad. Hier sehr interessant jetzt für Anfänger. Hier haben wir einen Modus für Anfänger. Dann wird die Höhe begrenzt, wie weit das Flugzeug fliegt, das Flugzeug, die Drohne und mit welcher Geschwindigkeit. Maximum Speed 11 km/h. Muss ich eigentlich mal gucken, ob das diesem Langsam-Mode entspricht, der ja laut der neuen Drohnenverordnung da in Kraft tritt. Da muss ich mich echt gleich mal schlau machen. Ich kann eine Höhe festlegen. Wir dürfen in Deutschland 120 Meter in der Regel fliegen. Ein bisschen Toleranz habe ich hier eingestellt. Die Distance, also ich kann die Entfernung, die das Fluggerät maximal einnehmen darf, limitieren. Und Return Home habe ich etwas höher gesetzt. Manche Bäume sind ein bisschen höher. Ich glaube, standardmäßig ist da 20, 25 Meter. Ich habe es auf 39, wollte 40 machen, egal. Aber auf jeden Fall Safety First ein bisschen höher. Dann mein Home-Punkt. Das bedeutet, das Gerät, wenn es mal zurückkommt, wohin es zurückkommt. Da gibt es einmal mich als Person. Das bedeutet, da, wo der Controller ist, der hat selber auch GPS, da ist der Home-Punkt. Also da kommt die Drohne zurück, macht natürlich Sinn, ihr seid auf dem Schiff, ihr startet das Fluggerät, fahrt mit dem Schiff 2 Seemeilen, dann ist der Akku leer, Return Home und natürlich geht dann das Fluggerät dahin zurück, wo es gestartet ist. Das wäre der Aircraft, dann nehme ich mal an, ist es die Position, wo du gestartet bist, aber der Me, also ich, ist der Punkt, wo sich die Fernsteuerung befindet. Macht natürlich, wie gesagt, auf dem Boot Sinn, müsst ihr halt abwägen, wo es mehr Sinn macht, personalisieren, dass ihr den Homepoint selber irgendwo festlegt, an einem statischen Ort, wenn ihr immer an derselben Stelle fliegt oder sowas, könnt ihr sagen, ich fliege immer hinter meinem Haus, der Start- und Landepunkt ist beziehungsweise immer derselbe, könnt ihr dann festlegen. Okay. Die Kompasskalibrierung, dann die Kalibrierungspunkte darunter. Ich denke, da muss ich euch nicht viel zu sagen. Da kommt dann ein Menü und wird euch genau erklärt, was ihr machen müsst. Batterieinformation, das wird ehrlich auch sehr oft gefragt. Hier haben wir einmal die Temperatur des Akkus. Dann haben wir hier die Warnung, wann die kommen sollen. Im Winter sollte man diese Warnung eventuell etwas höher stellen, weil der Akku natürlich dann nicht mehr so leistungsfähig sein kann. Das ist grundsätzlich so bei diesen Akkutypen. Und dann könnt ihr halt die Werte einstellen. Lieber großzügiger macht, habt ihr länger was vom Akku, also langfristig gesehen. Und natürlich Safety First, das Gerät ja einfach besser, nicht am Limit fliegt und dann kommt irgendwas dazwischen und dann passiert's. So, Battery Protections, das bedeutet, dass nach 3 Tagen die Batterie selbstständig entladen wird, wie ich das sehe. Ne, kennen wir von DJI und Co. Bei den etwas größeren Koptern, da ist es so, ne, Batterie lange voll irgendwo liegen lassen, das ist nicht gut für ein Lipo. Dann wird er selbstständig entladen, ja. Die Battery Health, wie gut ist die Batterie noch? 100% und Discharge Time, also dieser Akku wurde noch nie komplett entladen. Ist natürlich noch ein ganz neues Setup und hier könnt ihr halt quasi dann sehen, wie oft dieser Akku be- und entladen wurde. Dann gehen wir ins Kontrollmenü. Hier haben wir natürlich klar, wir können auf km/h stellen, Meter die Sekunde, Imperial, also Meilen und Control Stick, also wer FPV und so fliegt, kann hier auf den Mode 1 umstellen beispielsweise. Das ist dann die Belegung eurer Sticks, kennt ihr bestimmt. Der Flight Mode, da könnt ihr noch mal ein bisschen was einstellen. Das Gimbal Pitch, wie er sich verhält und das Aircraft an sich, da könnt ihr halt diese Smooth, Standard und Sport-Varianten nochmal ganz individuell an eure Bedürfnisse anpassen, habe ich noch gar nicht gemacht. Hatte ich im ersten Eindruck schon erwähnt, finde ich eine tolle Geschichte. Das ist die Funktionstaste, diese FN-Taste, die ihr hier auf der linken Seite habt, die könnt ihr nach, ja nicht nach Belieben, aber die könnt ihr frei belegen, dass ich zum Beispiel sagen kann, dass der Exposure gelockt wird, dass mir die Karte angezeigt wird, die Satellitenkarte, wo das Aircraft sich befindet. Oder natürlich auch den Speed Mode, auch interessant. Das könnt ihr hier individuell anpassen. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich 2-mal drücke, dann guckt die Kamera 90 Grad nach unten. Das ist natürlich für die Übersicht super cool. Wenn ich nicht mal genau weiß, wo ich bin, gucke ich kurz nach unten, hilft mir eventuell weiter. Und dann gucke ich wieder nach oben. Okay, das kann ich an der Funktionstaste, wie gesagt, selber festlegen. Hier kann ich die Fernsteuerung kalibrieren. Ich denke, ist im Standard nicht notwendig, wenn wird euch das Gerät sicherlich darauf hinweisen. Dann haben wir hier Gimbal Mode. Da gibt es einmal die Funktion FPV. Das bedeutet, wenn der Kopter, die Drohne sich in die Seite, in die Kurve legt, dann geht die Kamera mit. Normal ist es ja so, dass die Kamera immer gerade bleibt. Soll es ja in der Regel auch, aber je nachdem, was ihr vorhabt, bei FPV geht die Kamera mit wie so ein Flugzeug, wie so ein Flächenflieger, dann in die Kurve mit rein. Das ist FPV. Gimbal Pitch, den müsst ihr unbedingt einschalten, meine Meinung. Dann guckt nämlich die Kamera 15 Grad nach oben. Finde ich auch eine sehr coole Geschichte.
klar, das, da kann ich ein bisschen mehr rausholen. Aber nein, die Propeller kommen nicht ins Bild. Es ist einfach, ja, es ist ein Mehrwert für euch. Ihr guckt nicht nur immer nur exakt nach vorne, sondern ihr könnt auch mal ein Stückchen nach oben gucken, je nachdem, was sich da befindet. So, dann haben wir da nochmal Gimbal Adjustments, also dass wir das nochmal manuell einstellen können. Würde ich an eurer Stelle lieber nicht machen. Und die Gimbal Calibration, das heißt, wenn da irgendwie, wenn der Horizont schief sein sollte oder sowas, da können wir dann das Gimbal einmal kalibrieren, dass es dann wieder vernünftig gerade ist. Aber in der Regel braucht ihr das nicht. Kommen wir einmal zur Kamera. Hier können wir einmal unsere Speicherkarte formatieren. Das heißt, wenn es da Probleme geben sollte, dann könnt ihr die einmal formatieren. Aber klar, dann sind alle eure Bilder auf dieser Karte weg. Also vorsichtig. Enable Audio Recording. Meines Wissens könnt ihr Video aufnehmen und den passenden Ton dazu. Ich habe es noch nicht rausbekommen, beziehungsweise habe ich es eben erst eingeschaltet. Müsste ich mir mal genauer angucken. Meines Wissens habt ihr dann einmal die Videospur, wie üblich, ne, das Videobild und einmal darunter eine Tonspur vom Mikrofon des Smartphones wahrscheinlich, dass ihr hört, was gesprochen wurde, was gerade passiert oder wie auch immer. Eventuell, ne, kann man das ja irgendwann mal gebrauchen oder notwendig haben. Grid, das ist halt, wir haben im Mittelpunkt dann ein Kreuz, ein Fadenkreuz oder wir haben Linien, das können wir uns selber einstellen. Ne? Ich habe hier so ein kleines Kreuz in die Mitte gemacht, standardmäßig nichts eingestellt, aber damit kann ich halt per Pitch and Roll Objekte besser umkreisen. Und dann habe ich einen Anhaltspunkt, das ist die Mitte, da nehme ich das Auto drauf und dann umkreise ich das, wenn ich manuell fliege, was man ja immer tut, oder? So, dann habe ich das Fotoformat, JPEG, RAW und RAW JPEG kann ich damit erstellen, je nachdem, was ihr machen wollt. Wollt ihr die Bilder oder müsst ihr die Bilder oder ja, wollt ihr die Woche später bearbeiten, dann würde ich euch definitiv RAW-Bilder empfehlen. Die haben natürlich mehr Bildinformationen und dadurch sind die Bilder ja wesentlich, man kann mehr rausholen. Eigentlich hatte ich das eingestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt durchs Update ist, also mal drauf achten, wenn ihr ein Update macht. Und Hyperlapse mache ich auch mal in RAW und natürlich auch meine Panos. So. Portrait-Tracking, das ist, glaube ich, dass das Gerät mir folgt und mich halt im Bild behält und selbstständig wahrscheinlich Bilder macht. Videoformat, da gibt es einmal MP4, einmal MOV, da kann man erhalten, was man möchte. Die sind beide nicht schlecht, aber MOV, glaube ich, ist nicht so verbreitet. Da braucht ihr, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das Windows-Rechner sind. MP4 könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, der schluckt eigentlich alles. Jedes Betriebssystem schluckt eigentlich MP4, auch eure Smartphones. Bei dem anderen Format bin ich mir da nicht so tausendprozentig sicher. Nächstes Video-Encoding, H264, ist ein etwas älterer Standard. Dann hat die Datei mehr Datenmenge, also der braucht mehr Speicher auf der Karte. Mit dem H265 habt ihr dieselben Bildinformationen bei weniger Speicher. Es soll sogar so sein, dass H265 mehr Bildinformationen hat, also die Qualität einfach besser ist. Also im Endeffekt könnt ihr nichts falsch machen, außer dass ihr weniger Speicher braucht und eine bessere Bildqualität habt. Aber darauf achten, nicht jedes Gerät kann eventuell diesen neuen Standard verarbeiten. Ne? Im Hinterkopf haben, müsst ihr vorher vielleicht einmal kurz testen, aber in der Regel Rechner, die ihr vor den, ja, ich sag mal, den letzten 4 Jahren gekauft habt, sollte es da keine Probleme geben. Testet es aber vorher, H265 empfehle ich euch, ist die Bildqualität besser und die Dateigröße kleiner. Download Size, da könnt ihr die Dateien runterladen, ihr könnt das Original runterladen, also 4K, dauert dann wahrscheinlich ewig über WLAN. Wenn ihr eh nur das Ganze über Instagram und Co. teilen möchtet, reicht wahrscheinlich völlig Full HD aus oder HD, dann ladet ihr einfach die Datei in HD runter, geht wesentlich schneller, ihr könnt die bearbeiten. Natürlich bleibt die Originaldatei auf der Speicherkarte in 4K, nur ihr ladet halt eine Vorschaudatei für Instagram und Co. herunter, um die halt besser und schneller zu verarbeiten, weil auch manche Smartphone nicht unbedingt mit 4K so zurechtkommt, ne? Ihr müsst halt vorstellen, ihr habt mehrere Videospuren und so, wenn ihr ein bisschen rumschnippelt, kommt das Smartphone eventuell schnell an seine Grenzen. Defog kenne ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen, wie sich das auswirkt. Ihr sollt damit bessere Imagebilder bekommen, wenn es ein bisschen grau ist und regenreicher Tag oder so, ne? Kann ich nichts zu sagen. Habe ich so ein bisschen Angst, nicht, dass mir die Automatik mir da irgendwie was versaut in den Aufnahmen. Müsste ich mal testen. Aber nagelt mich nicht fest, soll halt für schlecht Wetter bessere Aufnahmen erstellen. Das muss ich aber rausstellen. Das kann ich noch nicht beurteilen. Anti-Flicker. Eieiei, schwieriges Thema, habt ihr vielleicht schon mal gehabt, wenn es etwas schummerig ist. Die Laternen, die Straßenlaternen, die sind oft LEDs, die fangen dann an zu flackern.
Ja, ist dann ein Problem, das sieht halt nicht schön aus und das könnt ihr hier mit der Herzzahl verändern. Wir in Europa sind meines Wissens bei 50 Hertz, da sollte es nicht vorkommen, Amerika und Kursen 60 Hertz, aber erfahrungsgemäß kann ich euch sagen, die eine Laterne flackert, die andere nicht, die ist vom anderen Hersteller. So hundertprozentig könnt ihr da nicht mit arbeiten, ich mache mal jetzt auf 50, aber seid gewiss, dass wenn da Probleme gibt, könnt ihr das hier anpassen. Ihr könnt es oft auch mit der Shutter Time noch ein bisschen anpassen, später in der Kameraeinstellung. Okay, also dieses Anti-Flicker-LED-Lichter, momentan ein Problem oder heutzutage, sagen wir es mal so. Exposure-Warning, das habt ihr eben gesehen, ne? Dieses Zebra, was wir da schön haben. Ich finde es gut, weil ich halt wirklich sehe, weil ich halt in der Regel alles manuell mache, dann sehe ich, was zu hell ist. Der Himmel darf ausbrennen, ja, aber wenn irgendwas im unteren Bereich ist, und es, ne, dann kriegt ihr eine Information und ihr müsst dann entsprechend handeln. Also ich finde es gut, könnt ihr natürlich jederzeit ausschalten, ist standardmäßig auch nicht eingeschaltet. Kamera-Reset, werden wahrscheinlich alle Einstellungen gelöscht. Machen wir jetzt nicht, möchte ich nicht. So, Image Transmission. Ja, jetzt könnt ihr wählen, ob die Bildqualität gut ist wahrscheinlich oder die Datenrate sehr hoch ist. Und wie wir sehen, können wir es noch nicht ändern. Vielleicht kommt noch was. Also nein, nur weiche Aufnahmen momentan zu übertragen, aber da wird sicherlich noch was kommen. Dann haben wir hier über das Aircraft, hier habt ihr die verschiedensten Varianten. Ne? Also ihr seht ja, dass wenn das rot ist, dann gibt es hier irgendwie ein Update in diesem Bereich. Hier ist alles safe. Die App-Version und Batterieseriennummer, die wir gerade drin haben. Remote-Control-Seriennummer, also alles, was mit Seriennummern zu tun hat, versicherungstechnisch und Co. Weil es gibt natürlich auch eine Versicherung bzw. eine Care-Versicherung. Nicht bei 70 Euro meines Wissens für die Nano Plus mit dem großen Sensor, dass ihr dann, wenn das Gerät euch abhaut oder ihr kaputt fliegt, Ersatz bekommt, dann müsst ihr natürlich dem Hersteller sagen, welche Gerätenummern ihr habt. Und das findet ihr alles hier. Wahrscheinlich ein Screenshot wird völlig ausreichen. Da sind alle Informationen drin. Ja, das sind dann auch jetzt die Settings. Wir gehen aber wieder zurück. Mensch, das sieht aber grausig aus. Okay, dann kommen wir jetzt zum weiteren Bereich, eine Hilfefunktion. Jetzt wird euch die App kurz erklärt, wo finde ich hier was. Muss ich nicht weiter darauf eingehen, das hoffe ich zumindest. Dann habe ich hier nochmal Einstellungen, die sich halt entsprechend auf das Foto oder Video verhält. Ne? Frames, FPS 30, da soll noch was kommen bei 4K. Munkelt man, gucken wir mal. Und hier könnt ihr auch Fotos erstellen während des Videos machen, aber wahrscheinlich sind das nur Screenshots. Also die kann ich auch später am Rechner machen. Aber ja, man kann ja auch Fotos machen, während ihr filmt. Und hier kann ich natürlich jetzt die Qualität einstellen. Aber ich lasse es natürlich alles schön auf 4K. Dann habe ich hier die Fotofunktion und dann dementsprechend kann ich jetzt sagen, ihr macht ein Single-Foto oder Burst. Da werden mehrere Bilder hintereinander gemacht. Dann fragt ihr euch, wie viele? 5 Bilder, 3 Bilder? Wenn ihr nicht die perfekte Situation wisst oder so, dann drückt ihr da drauf und dann macht die Kamera mehrere Aufnahmen. Ihr pickt euch später die bessere raus. Timer könnt ihr einstellen nach einem bestimmten Zeitfenster. Alle 7 Sekunden, alle 10 Sekunden wird ein Bild erstellt. Und hier könnt ihr nochmal die Bildgröße festlegen. Ups. Das ist zum Timer. Und AEB, das sind, kann man sagen, HDR-Aufnahmen. Ihr macht Minimum 3 Bilder. Ein überbelichtetes, ein unterbelichtetes, ein normales Bild. Und die werden zusammengestitcht. Und dadurch habt ihr natürlich eine viel bessere Dynamik. Ne, dunkle Bereiche könnt ihr heller machen, weil ihr natürlich dann die Informationen von dem überbelichteten Bild nimmt. Und ja, zu dunkle Bilder und so. Naja, werden alle 3 Bilder zusammengewürfelt. In der Regel super. Habt nur ein bisschen Obacht, wenn zum Beispiel Windkraftanlagen, die bewegen sich natürlich. Beim Bild 1 steht die Ruder so, beim zweiten so, beim dritten so. Könnte ein bisschen blöd aussehen. Oder schnellfahrende Autos, das ist natürlich ein Problem. Aber wenn ihr eine schöne Landschaft habt, probiert es mal aus. So HDR ist dann eine schöne Geschichte. Ja, der Auslöser natürlich daneben. So, Videomodus haben wir. Fotoporträt kann ich nur während des Fluges. Ich denke, dann kann ich mich tracken lassen. Das wird die Funktion hoffentlich sein. Und Quickshots geht es auch nur, wenn ich fliege. Das kennt ihr von DJI. Dann kann das Gerät automatisch mich umkreisen, von mir wegfliegen, mich dabei aufnehmen. Ihr kennt die Spielchen doch alle. Okay, dann haben wir noch Hyperlapse. Da könnt ihr mehrere Bilder, ne, Zeitraffer machen. Pano. Finde ich sehr gut. Wichtiger Punkt, Pano bei der Nano Plus finde ich sehr genial. Das sind Panoramaaufnahmen, kennt jeder von euch, oder? 1, 2, 3 Bilder, horizontal, wow, tolle Landschaft. Hier gehen wir noch einen Schritt weiter, weil wir können natürlich die Kamera nicht hochkant stellen, wie beim Smartphone. Und es gibt ja natürlich für eine Story oder sieht natürlich Hochkantbild viel cooler aus.
das geht natürlich nicht. Ich muss natürlich ein Querbild nehmen, muss da reinkroppen, also den Bildausschnitt aus der Mitte nehmen, verliere rechts und links Bildinformationen, das Bild ist nicht mehr so hübsch, bla bla, Käse, Sülz. Hier habt ihr die Möglichkeit, Porträtaufnahmen von oben nach unten zu machen. Das bedeutet also Himmel, mittlerer Teil, also das Haus und dann nochmal den Garten davor. Und dann werden die zusammengestitcht, also zusammengefügt. Das heißt, ihr habt ein Hochkantbild, was ja normal nicht geht. Tolle Funktion, ich denke, das ist das und ich hoffe, dass es das ist. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Ne? Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir jetzt wieder fliegen gehen. Aber das Wetter, seid mir nicht böse, das Wetter geht gar nicht. Es regnet Katzen, sagt man immer so schön bei uns hier. Bildlich. Geht nicht, also zum Fliegen könnt ihr vergessen. Und das sieht halt auch total dumm aus. Also wenn ich euch da Bilder zeige, sagt ihr auch, was willst du denn? Ist ja alles grau, ist es ja auch. So, und Sphere, da macht ihr eine 360-Grad-Aufnahme, kennt ihr wahrscheinlich auch, wo man sich dann später virtuell drin bewegen kann. Aber Porträt, das würde ich mir unbedingt gerne mal angucken, weil das ist halt eine Funktion, die benutze ich sehr viele Jahre schon. So ein kleiner Geheimtipp meinerseits, dass ihr, wie gesagt, mehrere Bilder macht, hochkant und die dann zusammenfügt. Super. Weil es ist einfach mal eine andere Perspektive als immer nur quer. Ne? Kleiner Tipp. So, das finde ich richtig geil. Und dann haben wir noch Pro. Aber unter Pro kann ich momentan irgendwie gar nichts einstellen. Keine Belichtung, gar nichts. Ich nehme an, das geht erst, wenn ich in der Luft bin. Ich nehme an, Pro ist so der manuelle Modus. Das heißt, die Belichtung stellt ihr selber ein, die ISO und so weiter, was man alles so einstellen kann. Aber ich nehme mal stark an, weil wir gerade nicht in der Luft sind, dass es jetzt gerade nicht geht. Also das müsste unter Pro sein, definitiv. Müsste, hätte, wollte, könnte. Bilder, die ihr gemacht habt, könnt ihr dann hier unten rechts in der Galerie aufrufen. Ist ähnlich wie beim Smartphone. Jetzt sehen wir diese hässlichen Bilder, die ich eben erstellt habe. Kann ich noch reinzoomen? Nein, kann ich nicht. Und ich kann das Bild hier oben mit einem Klick runterladen. Ne? Wie eben schon angesprochen mit den Videos, das wird natürlich ewig dauern. Ja, wenn dieses Video natürlich in 4K runtergeladen wird. Wow. Wow. Lol. Gut, wir gucken mal nächstes Bild. Anscheinend haben wir gerade einen Bug gefunden. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich meine, da ist echt wenig Licht, dafür sind die Aufnahmen echt gut, aber dass ich sie nicht runterladen kann, ist schon ein bisschen schade. Okay, ich habe Android 12 drauf, das neueste Android, da funktioniert so einiges nicht vernünftig. Eventuell liegt es daran oder es liegt wirklich an der Outtail-App. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Müssen wir auch klären, weil ich bin der Meinung, ich habe schon mal Bilder runtergeladen mit der Vorgängerversion. Also wie gesagt, es gab jetzt ein Update. In der Regel könnt ihr hier ein Foto dann entsprechend runterladen, beziehungsweise auf Video. Springen wir einmal zur anderen Seite. Hier haben wir das Abheben, das mache ich jetzt nicht. Da könnt ihr die Drohne abheben lassen. Und hier haben wir auch schon, wie eben angesprochen, einmal das Gimbal. Das ist jetzt 9% nach oben schauend. Ihr seht den kleinen Regler, der verändert sich, wenn das Gimbal runterschaut. Gimbal is self-checking. Please take off later. Ja, du mich auch. Und was ich sehr schön finde, ich kann wirklich ganz langsam oder halt auch recht schnell das Gimbal schwenken. Also ich kann auch richtig weiche Aufnahmen mitmachen. Das ist bei manchen nicht ganz so genau. Also hier habt ihr die Einstellung für das Gimbal, beziehungsweise wie stark das Gimbal in welche Richtung geneigt ist. Darunter seht ihr eine Karte. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil wir kein GPS haben. Oh, doch, cool. Das ist jetzt mein Heuschle. Ich stelle einmal um auf die entsprechende Satellitenkarte. Sehr schön. Ihr kennt das, wenn das Gerät jetzt fliegt, dann würde sich das hier lang bewegen. Ne? Und wir sind der blaue Punkt. Super, dass das so gut funktioniert, weil normal haben wir hier kein GPS. Dann haben wir hier, seht ihr das auch vielleicht, Norden ist rechts von uns. Und wir sehen immer, wie sich das mitdreht. Das heißt, wir haben immer eine Ausrichtung zu der Drohne. Dementsprechend dreht sich das Ganze. Also wenn das Gerät von uns wegfliegt, dann seht ihr auch den entsprechenden, die Drohne und wie ihr euch dazu bewegt. Das ist eine Orientierung für euch. Falls ihr da was durcheinander bringt oder sowas, dann seht ihr, wie die in Relation zu euch steht, die Drohne. Dann haben wir hier einmal die Höhe und die Distance, also die Entfernung. Beides hier angezeigt. Ich denke, das ist auch klar. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon mit der App durch. Ärgerlich, dass ich hier ein Foto nicht runterladen kann. Das finde ich gerade echt suboptimal. Aber ich möchte mich hier nicht rausreden oder für Outtail irgendwie in die Presche springen. Aber beim Android 12, beim Pixel 6 gibt es, ja, wie gesagt, einige Funktionen oder Apps, die nicht korrekt funktionieren. Muss ich im Auge behalten. Vielleicht teste ich das nochmal mit einem anderen Gerät. Ah, ich sehe gerade auch, hier wird mein Fluggerät gerade wieder angezeigt. Das stimmt natürlich nicht. Das war der letzte Punkt, wo ich es gelandet habe. Wahrscheinlich
behältst den drin erstmal so. Ne? Gab es auch früher, ich weiß noch, ganz oft Flyaways, das heißt, man ist dort gelandet, ist dann nach 500 Kilometer weitergefahren und irgendwann war der Akku leer und dann ist das Gerät da 500 Kilometer nach Hause geflogen. Zumindest hat es das versucht. Das war früher so der Fall. Aber nein, ich denke, das wird normal sein, weil einfach das Gerät da als letztes gelandet wurde. Das soll mein Video über die App gewesen sein. Solltet ihr noch Fragen zu einem einen oder anderen Punkt haben oder ein Menü, wo ich irgendwo reingucken soll, dann gerne in die Kommentare. Ich versuche wie immer jede Frage zu beantworten. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr weitere Informationen zu der Autel Nano Plus haben wollt, weil wir werden noch einiges damit testen. Nachtaufnahmen stehen bei mir definitiv auf dem Programm. Ich habe für morgen einen Flug angekündigt in der Innenstadt. Mal gucken, wie das dann so wird. Und ich hoffe, das Wetter spielt auch mit. Und da werde ich auch versuchen zu vergleichen mit der DJI Mini 2, dass wir direkt nebeneinander mal Luftaufnahmen bei Dunkelheit oder bei schlechtem Licht machen und einfach mal gucken, was bei rumkommt. Aber ich hoffe, das Wetter spielt mit. Wir gucken mal. Wie gesagt, gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Video, das hoffe ich zumindest. Macht es gut. Ciao.